Es gibt gar nichts zu besprechen. Ich habe sehr lange darauf gewartet. Mein ganzes Leben lang. Und niemand wird mich davon abhalten. Morgen früh bin ich hier weg. Ach ja, das glaube ich nicht. Wen interessiert, was du glaubst? Du bist nicht mein Vater! Dad, yo. Alles klar? Will, Junge, gut, dass du da bist. Mir ist da ein Auftrag dazwischen gekommen. Wir müssen unsere Fahrt verschieben. Das verstehst du doch. Ja, ja, macht nichts. Nur um ein, zwei Wochen. Klar. Oder, naja, vielleicht auch ein bisschen länger. Wie auch immer. Na, hör mal, ich rufe dich nächste Woche an, dann machen wir die Einzelheiten klar, ja? Okay? Ja, ja. War schön, dich zu sehen, mein Sohn. Dich auch, Lou. Ja. Tja, also dann. Es tut mir leid, Will. Das passt mir sowieso viel besser. Im Sommer gehen die Bräute halbnackt in die Uni. Da gibt's ordentlich was zu sehen. Sei ruhig wütend, das ist okay. Wieso soll ich sauer sein? Diesmal hat er sich wenigstens von mir verabschiedet. Ich wünsche mir bloß, dass ich mein Geld nicht für dieses blöde Geschenk für ihn verschwendet hätte. Es tut mir leid, weißt du, wenn ich etwas für dich tun kann. Weißt du, du brauchst nichts für mich zu tun. Nichts, Onkel Phil. Schließlich bin ich ja kein Fünfjähriger mehr. Ich bleibe ja nicht jeden Abend wach und frage meine Mom, wann kommt Daddy nach Hause, verstehst du? Wer braucht den schon? Hey, er war nicht da, um mir Körbewerfen beizubringen, aber ich hab's gelernt, oder? Und ich bin sogar verdammt gut geworden, oder, Onkel Phil? Ja, bist du. Ich hab Bräute ohne ihn kennengelernt. Richtig? Mhm. Ich hab ohne ihn Autofahren gelernt, ich hab mich rasieren gelernt, ich hab mich prügeln gelernt. Ich hatte 14 tolle Geburtstage ohne ihn. Er hat mir nicht mal eine verdammte Karte geschrieben. Zur Hölle mit ihm! Ich hab ihn damals nicht gebraucht und ich brauche ihn jetzt nicht. Will. Nein, weißt du was, Onkel Phil? Ich werde das College ohne ihn schaffen. Ich werde einen tollen Job kriegen ohne ihn. Ich werde eine schöne Braut heiraten und einen ganzen Haufen Kinder haben. Ich werde ein besserer Vater sein, als er es je war. Und dafür brauche ich ihn garantiert nicht. Denn wie man seine Kinder liebt, das kann er mir verdammt nochmal mit Sicherheit nicht beibringen. Warum will er mich nicht haben, Mann?